Heute haben wir das neue iOS-Spiel Ultramoon: The Story Begins für euch im Video auf Wunsch eines Zuschauers. Ihr könnt natürlich auch jederzeit Spiele, die ihr gerne bei uns im Video sehen würdet, in die Kommentare schreiben und dann schauen wir uns das auf jeden Fall an. Genauso wie jetzt hier eben auch bei Ultramoon. Ja, Ultramoon seht ihr ja jetzt hier gleich schon, dass es eben ein Pokémon-Klon sein soll. Wir haben hier eben unseren Charakter, haben hier unser Steuerkreuz, mit welchem wir eben nach oben, rechts und nach links laufen können und nach unten. Haben dann hier an der Seite noch A- und B-Knöpfe, hier einen Startknopf, mit welchem wir hier ein Menü öffnen können, welches eben hier zum Beispiel dann unsere Tasche anzeigen soll und unsere Ultramons. Also unsere Pokémon sozusagen. Allerdings können wir hier in dem Menü nichts anwählen. Also wir können hier diese Tasche dann öffnen mit A und hier dann eben unsere Items anschauen, mit B wieder zurückgehen. Oder hier dann eben unsere Pokémons anschauen und in welchem Level die sind. Und hier dann eben wieder zurückgehen. Dieses Menü ist aber manchmal verbuggt, denn manchmal kann man eben nichts öffnen, da müsst ihr eben die App wieder neu starten. Aber ansonsten läuft das Ganze hier ziemlich gut. Ich bin zwar Nintendo-Spieler sozusagen, aber Pokémon habe ich noch nie gespielt, deshalb kann ich jetzt hier auch nicht sagen, ja, welchem echten Pokémon-Spiel dieses Spiel jetzt hier eben ähneln soll. Aber ihr seht ja schon, dass es auf jeden Fall ziemlich nach einem Pokémon aussieht. Allerdings ist es dann doch nicht so besonders, wie es auf den ersten Blick scheint. Denn man kann in diesem Spiel nur herumlaufen, in Gebäude hineingehen und mit diesen anderen Menschen hier eben reden. Aber man kann eben nicht kämpfen, was ja neben dem Sammeln von Pokémons das Wichtigste eigentlich an Pokémon ist. Seht jetzt, hier sind wir eben in einem Gebäude drin, welches auch mehrere Stockwerke hat und können dann hier eben mit diesen Menschen reden, können dann hier die Rolltreppe hinaufgehen, um dann eben in das andere Stockwerk zu gelangen und könnt dann hier eben wieder hinuntergehen. Also wie gesagt, man kann in dem Spiel nur herumlaufen, in Gebäude hineingehen und mit anderen Personen, die hier rumlaufen, reden oder eben auch hier zum Beispiel die Schilder lesen. Das Ganze steht auch in der App Store Beschreibung, die ich euch hier einfach mal kurz einblende und kurz übersetze. Also hier steht eben dran, dass wir neue Plätze, neue Städte finden können, entdecken können und eben neue Ultramons, also neue Pokémons sozusagen und neue Menschen, die eben nützvoll sein können, um uns Tipps zu geben. Und ja, hier steht eben dran, wir so können hier nach Ultramond suchen, indem wir eben die Straßen, das Gras und die Steine und die Seen erkunden, so wie es ja auch bei dem richtigen Pokémon sozusagen ist. Und wir sollen eben versuchen, das Mysterium hier in diesem Spiel zu lösen. Das heißt also, die Einleitung in der App Store Beschreibung deutet eben auf ein richtiges Pokémon hin. Aber dann seht ihr jetzt hier den letzten Satz, der dann eben wirklich erst beschreibt, was man in dem Spiel überhaupt machen kann. Ja, wir sollen also wissen, dass Ultramon nur ein Laufspiel ist, dass der Spieler eben nur die Möglichkeit hat zu laufen, Häuser zu betreten
und mit den Personen zu reden, was ich euch ja vorher schon gesagt habe. Also das Ganze, die ganzen ersten Sätze, welches eben ein richtiges Pokémon-Spiel sozusagen beschreiben, können wir in dem Spiel nicht machen. Wir können eben hier nur rumlaufen und in die Häuser gehen und mit den Personen hier reden. Dafür sieht das Spiel natürlich gut aus. Also wie gesagt, es sieht ja wie ein richtiges Pokémon aus. Es läuft auch gut, außer eben der Bug mit dem Menü, welches manchmal nicht funktioniert. Das Spiel kostet knapp 2 Euro, hat dafür keine In-App-Käufe, aber ihr könnt eben nicht sonderlich viel machen. Ja, damit war's das von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.